Weil dieses Lied so schön ausdrückt, dass nicht wir es sind, die die Wunder wirken, und dass unser Leben nicht aus uns kommt, sondern aus dieser größeren Quelle, die durch uns wirkt und durch uns liebt und durch uns ihr Licht in die Welt strahlt. Und über diese Quelle möchte ich heute Morgen mit euch sprechen und sie erfahren. Also der Titel lautet Gesundheit ist überall. Und Gesundheit ist ein anderes Wort für Gott. Ich weiß nicht, ob ihr da schon mal drüber nachgedacht habt. Gesundheit als Eigenschaft Gottes. Und ich möchte beginnen mit einem Satz aus einem Kurs in Wundern. Streng genommen sind es zwei Sätze. Und wenn wir diese zwei Sätze wirklich, wirklich verinnerlicht und erfahren haben, dann haben wir alles, was wir brauchen. Und ihr findet diese beiden Sätze im Textbuch in Kapitel 7. Moment, wo habe ich sie? Gott ist in einem ganz wörtlichen Sinne alles in allem. Alles Sein ist in ihm, der alles Sein ist. Ich lese es noch einmal. Gott ist in einem ganz wörtlichen Sinne alles in allem. Alles Sein ist in ihm, der alles Sein ist. Und ich weiß nicht, ob ihr schon mal das wirklich versucht habt, wörtlich zu nehmen. Ne? Gott ist in einem ganz wörtlichen Sinne alles in allem. Das heißt nicht in einem philosophischen, abstrakten, intellektuellen Sinne, sondern in einem wörtlichen, praktischen, erfahrbaren Sinne. Und was heißt das für uns ganz praktisch und ganz konkret? Und wie können wir das nutzen, um Heilung zu erleben? Und ich meine Heilung, egal auf welcher Ebene, ob es jetzt um eine körperliche Krankheit geht oder ein sonstiges scheinbares Problem. Und normalerweise ist es ja so, ein Mensch kommt und hat ein Problem, eine Krankheit, einen Konflikt, er erlebt Mangel und er möchte dieses Problem lösen. Und dann sucht man sich dann zum Beispiel irgendein Buch oder man geht zu jemandem und im Vordergrund steht, ich will dieses Problem lösen, und dann vielleicht im spirituellen Ansatz, ich möchte, dass Gott mir hilft, dieses Problem zu lösen. Also es geht vordergründig um das Problem und dann noch nebenbei vielleicht ein bisschen um Erkenntnis, Erfahrung, Erwachen, Gott. Und tatsächlich ist es umgekehrt. Wenn ich in den Mittelpunkt stelle, zu erfahren, was die Wirklichkeit ist, ja, der Kurs sagt ja so schön, nichts Wirkliches kann bedroht werden und nichts Unwirkliches existiert. Und dieses Wirkliche, was ja wieder ein anderes Wort ist für Gott, für die Quelle, für die göttliche Intelligenz, für das Universum. Wenn all mein Streben darauf geht, das zu erfahren, dann resultiert daraus Heilung. Das lässt sich gar nicht vermeiden. Und das finde ich so unglaublich befreiend. Ja, also wir brauchen uns um all diese Dinge keine Sorgen mehr machen. Die regeln sich von selbst. Und es wird völlig logisch, wenn uns klarer wird, was diese Intelligenz, dieses Bewusstseinsfeld oder wie auch immer
wir das benennen wollen, wirklich ist. Und ich habe im Kurs dazu noch ein paar Stellen gefunden, die ich wirklich, wirklich schön finde, weil ja für viele Menschen dieses ganze Gott-Dings, ich sage es mal, auch sowas Philosophisches, Abstraktes ist, sowas, wo ich vielleicht mal eine Stunde drüber meditiere oder mal sonntags in der Kirche was von aus der Bibel höre. Aber ist das wirklich etwas, was ich im Alltag erfahre, womit ich in Kontakt bin, dass ich als das erlebe, was in meinem Leben alles für mich regelt? Eher nicht, ne? Und das ist das, wo ich mit euch hin möchte heute. Und da das Stichwort, genau, Gott ist nicht nur ein abstraktes philosophisches Konzept, sondern es ist etwas, was real erfahrbar ist und was Regeln folgt. Das war so eine Erkenntnis, die hat mich sehr zum Nachdenken gebracht, weil irgendwie erscheint das ja alles so ein bisschen unvorhersehbar. Ja, okay, da gibt es vielleicht diese Macht, diese Quelle. Manchmal scheint sie mich zu erhören, manchmal nicht. Manchmal wirkt sie, manchmal fühle ich sie, manchmal nicht. Und da rauszutreten und zu erkennen, Gott ist ein, folgt Regeln. Das Ding hat Gesetze, wenn ihr es so nennen wollt, Prinzipien, nach denen es sich verhält. Wenn man, ja, also Worte sind da ja immer nur Krücken. Und im Kurs finden wir dazu auf Seite 119 und 120 ein paar schöne Zitate im Zusammenhang mit Heilung. Zum Beispiel, Heilung ist also eine Weise, sich der Erkenntnis dadurch zu nähern, dass du in Übereinstimmung mit den Gesetzen Gottes denkst und ihre Allgemeingültigkeit begreifst. Ja, finde ich eine sehr schöne Stelle. Es gibt da Gesetze und wenn ich mich an die halte, dann kriege ich auch das gewünschte Ergebnis. Und die sind allgemeingültig. Die sind eben nicht abstrakt und manchmal, wenn Gott Lust hat, sondern allgemeingültig. Die nächste schöne Stelle ist, der Heilige Geist wirkt nicht nach dem Zufallsprinzip und Heilung, die von ihm stammt, ist immer wirksam. Und noch eine schöne Stelle dazu ist, Heilung erzeugt immer Harmonie, weil sie von Integration ausgeht. Sie ist voraussagbar, weil man auf sie zählen kann. Ja, Gott ist etwas, auf das kann ich mich verlassen. Genau. Auf alles, was von Gott ist, ist Verlass, weil alles von Gott gänzlich wirklich ist. Indra, eine kurze Pause für die Übersetzerin. Danke. Ja, danke, Andreas. Auf Heilung ist Verlass, weil sie von seiner Stimme inspiriert wird und in Einklang mit seinen Gesetzen steht. Und dann weiter, ein Stück weiter im Text heißt es, wahres Lernen ist konstant und in seiner Veränderungskraft so stark, dass ein Sohn Gottes seine Macht in einem Augenblick begreifen und die Welt im nächsten verändern kann. Hm.
Und noch ein letztes Zitat aus dem Kurs. Heilen ist die Fähigkeit, die jeder entwickeln kann und entwickeln muss, wenn er geheilt werden soll. Heilen ist die Form, wie der Heilige Geist in dieser Welt kommuniziert und die einzige, die er akzeptiert. Ja, also da haben wir es schwarz auf weiß und ganz deutlich gesagt. Heilen kann jeder, heilen soll jeder. Und jeder kann ganz berechtigt sich darauf freuen und erwarten, auch Heilung für sich selber zu erfahren. Und das Ganze ist nicht nach dem Zufallsprinzip, sondern verlässlich. Auf Gott kann man sich verlassen. Gott ist immer da. Und das möchte ich jetzt mit euch in die praktische Anwendung bringen, indem wir uns mehr und mehr dieses Gott füllt allen Raum vergegenwärtigen. Beziehungsweise Gott ist alles in allem. Denn das bedeutet ja mit anderen Worten, dass Gott schon überall ist. Also überall, wo du hinschaust, ist Gott. Da, wo du jetzt einen Computerbildschirm siehst oder die Gesichter deiner Schwestern und Brüder oder die Möbelstücke in deinem Raum oder den Himmel, egal was. Dort ist überall Gott. Ja, das ist so wie bei einem Glas Wasser, was schon voll ist und wo man dann nichts anderes reinschütten kann, weil das Glas ist ja schon voll. Oder viele von euch kennen mein Beispiel mit dem Luftballon, den man aufgepustet hat und dann ist er voller Luft und da kann nichts anderes rein. Und genauso dieses Gespür, ja, Gott ist überall, überall, wo ich hingucke, ist der Platz schon von Gott besetzt. Und dann die Frage, ja, dann kann da ja gar nichts anderes mehr sein. Also wenn der Platz schon besetzt ist. Und das so eine Möglichkeit ist, sich zu vergegenwärtigen, was der Kurs sagt, wenn er sagt, nichts Unwirkliches existiert. Es kann nicht sein. Das Unwirkliche kann nicht existieren, weil das Wirkliche schon allen Raum eingenommen hat. Das lässt dem Unwirklichen keinen Platz. Und so sind eben alle, sag ich mal, Herausforderungen oder Probleme des menschlichen Daseins, die uns sehr, sehr real erscheinen in dieser Welt. Und ich will die menschliche Erfahrung auch nicht ignorieren oder abwerten oder verharmlosen. Gleichzeitig, wie schön ist es zu erkennen, dass das wirklich nur unsere eigenen Fehlschöpfungen sind, wie der Kurs sagt. Aber mit der Wahrheit, mit dem, was Gott wirklich ist, nichts zu tun haben. Und wir diese Fehlschöpfungen einfach sein lassen können, wenn wir die nicht länger mit Energie und Aufmerksamkeit füttern, dann hören die auf. Wir brauchen einfach nur damit aufhören. Und das Gute, das Leben, das Göttliche, das ist schon da.
Wir brauchen nichts tun, um das zu machen. Es ist schon da. Es ist alles schon gegeben. Und ihr kennt das vielleicht, wenn ihr euch irgendetwas gegenüber seht, egal jetzt ob einer Krankheit oder einem Konflikt. Und es fühlt sich so wirklich an, so als etwas, was wirklich vorhanden ist und das ich jetzt überwinden muss und ich muss das Gute wieder irgendwie herstellen oder bekommen oder in die Situation bringen. Und ich möchte euch einladen zu dieser neuen Betrachtungsweise. Gott ist ja schon da. Gott füllt allen Raum. Er ist alles in allem. Das ist schon da. Und alles, was ich tun muss, ist aufzuhören, hartnäckig das andere dahin zu projizieren. Ich muss nur damit aufhören. Ich muss nur zur Seite treten und ihm die Führung überlassen. Und dann ist das Wunder schon da. Und so klingt es doch wesentlich einfacher, oder? Ich nur denke, ich brauche nichts tun. Steht auch im Kurs. Ich brauche nichts tun. Es wird alles schon für mich gemacht. Das ganze Universum hilft mit, dass es mir gut geht. Dass ich zum Ziel komme in diesem Leben. Dass ich meine Aufgabe erfülle. Dass ich glücklich bin. Das ganze große Ganze dient mir, unterstützt mich, nährt dich, unterstützt dich, heilt dich, sorgt dafür, dass du ganz groß rauskommst auf deine ganz eigene Art, dein Licht in der Welt leuchtet. Ich brauche nichts tun. Was nicht heißt, dass ich nur noch auf dem Sofa sitze. Ich tue die Dinge, die mir gesagt werden. Aber gut, zurück zur praktischen Anwendung von Gott ist alles in allem. Ich würde gerne mit euch ein paar Begriffe sammeln, Eigenschaften von Gott. Andreas, können die Leute sich freischalten und was sagen? Können wir gerne einstellen. Ja, das wäre super. Danke. Du musst dich nochmal kurz freischalten und die Dolmetscherin bitte auch. Okay. Also, wer hat Eigenschaften von Gott? Wem fällt was ein? Könnt ihr einfach in den Raum rein sagen. Sanftmut. Sanftmut, dankeschön. Liebe. Liebe, dankeschön. Was war das Dritte? Frieden. Frieden, ja, Frieden, danke. Freude, Freude. Freude. Ja. Freiheit. Güte, Freiheit. Ewig. Ewig. Gott ist mir näher als mein Atem. Näher als ist mein Atem. Nur gut. Sag das Letzte nochmal. Gott ist nur gut. Gott ist nur gut. Ja, Gott ist das Gute. Ja. Vollkommenheit. Vollkommenheit. Amen. Gesundheit. Gesundheit. Leichtigkeit. Glückseligkeit. Glückseligkeit. Kreativität. Fülle. Kreativität. Fülle. Lebendigkeit. Wahrheit. Lebendigkeit. Lebendigkeit. Gelassenheit. Gelassenheit. Zärtlichkeit. Zärtlichkeit. Humor. Entspannung. Humor. Moment, nochmal die letzten zwei. Sanftmut. Gläubigkeit. Gläubigkeit. Herrlichkeit. 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 Großzügigkeit. 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 Ja. Verbindung.
Verbindung. Verheiratheit. Nähe. Schönheit. Kommt das Ego nie mit. Der Vater. Der Vater. Einheit. Intimität. Geborgenheit. Geborgenheit. Stille. Stille. Ja, aber danke. Bis dahin. Macht das Ego überflüssig. Vollkommenheit. Dankbarkeit. Sicherheit. Dankbarkeit. Okay, stopp mal bis dahin. Dankeschön. Und Entspannung. Entspannung. Und so, jetzt hört ihr mich wieder. Ja. Und ihr seht, wenn wir da einmal mit anfangen, ne, wie uns da immer mehr wunderbare Eigenschaften einfallen. Und das, also ich sehe das so, alle diese Eigenschaften sind wie Nuancen von Gott. Ja, Gott drückt sich aus, die Liebe drückt sich aus. Und eine Form ist Sanftmut. Und eine Form ist Geduld. Und eine Form davon ist Frieden. Und eine Form davon ist Sicherheit. Und eine Form davon ist Fülle. Und eben diese Liste kann man ja quasi beliebig fortsetzen. Und uns diese Aufschlüsselung in diese konkreten Eigenschaften hilft, dieses abstrakte Dingens namens Gott in die Erfahrung zu bringen. Ja, Gott ist vielleicht eine philosophische Idee, aber unter Sanftmut kann ich mir was vorstellen. Unter Zärtlichkeit kann ich mir was vorstellen. Unter Verbindung kann ich mir was vorstellen. Und ja, ich möchte euch einladen, jetzt zu einer gemeinsamen Übung. Und fragt doch einfach mal, welche Situation ihr für diese Übung jetzt nehmt, ohne zu wissen, wie die Übung aussieht. Aber was kommt euch spontan? Irgendein, was auch immer, eine Beziehung, irgendeine Situation bei euch oder einem anderen Menschen. Egal, welche Form das in Anführungsstrichen Problem zu haben erscheint. Hat jeder was, womit er arbeiten kann? Ja? Okay, ich sehe euch nicht alle. Ich vertraue jetzt mal darauf, dass das für alle passt. Und jetzt fragt mal, welche konkrete Eigenschaft Gottes möchte in diese Situation gebracht werden? Was ist hier der Schlüssel? Also ist das die Güte oder der Frieden oder die Fülle oder das Vertrauen oder Liebe, Verbindung? Vollkommenheit, Allgegenwärtigkeit, Allwissenheit, Allmächtigkeit. Und wenn du einen Begriff gefunden hast, den Begriff, der jetzt für dich heute der passende ist. Und du kannst es nicht falsch machen, keine Sorge. Jeder Begriff ist gut. Dann bitte darum, dass du jetzt es wirklich erfährst, wie diese Qualität Gottes allgegenwärtig ist und allen Raum füllt. Schließe, wenn du magst, deine Augen. Und du kannst dir vorstellen, dass du dich da einfach hineinfallen lässt.
zum Beispiel in diesen Frieden oder in diese Fülle oder in diese Liebe oder in diese Allmächtigkeit. Und es nichts gibt, was du tun musst, um es zu erzeugen oder dorthin zu kommen. Es ist einfach schon da, dieses Gute ist schon da und es füllt allen Raum. Überall ist diese Qualität Gottes. Da Gott alles in allem ist, und so ist sein Frieden, seine Liebe, seine Fürsorge überall. Und sie wirkt jetzt in dir und um dich herum und in der Situation und bei dem anderen Menschen. Überall, wo du hinschaust, ist das Gute aktiv. Es ist etwas Lebendiges, das die ganze Zeit arbeitet, wirkt, tätig ist. Überall in dir und um dich herum. Und im ganzen Universum, in der ganzen Schöpfung, wirkt immer das Gute. Und jetzt und hier, in der Situation, die dir gezeigt worden ist, wirkt es für dich. Jetzt und hier wirkt das Gute für dich in der Form, wie du es konkret annehmen und erfahren kannst. Gottes Liebe, die allen Raum füllt und immer anwesend ist, wirkt jetzt und hier für dich, in dir, durch dich. Das Gute ist jetzt und hier anwesend und bricht sich Bahn und sucht sich seinen Weg. Und das Licht ist jetzt hier aktiv und macht sein Ding und bringt alles in die göttliche Harmonie. Und alles, was es braucht, ist dein Einverständnis. Du brauchst nur zurücktreten und diesem Guten die Führung überlassen. Und das tun wir jetzt alle gemeinsam.
Und wenn du möchtest, kannst du sagen, ja. Ja, Gott. Ja, Heiliger Geist. Ja, Universum. Ja, du, Kraft des Guten. Ich übergebe dir die gesamte Kontrolle hier. Dein Wille geschehe. Leuchte du durch mich. Leuchte du in dieser Situation. Lass es uns alle erkennen, dass nur das Wirkliche wirklich ist. Nur das Leben ist wirklich. Nur die Liebe ist wirklich. Alles andere ist nichts. Und lass uns auch erleben, dass wir nicht hilflos sind. Wir sind keinen hilflosen, nein, keinen schlimmen Umständen hilflos ausgeliefert. Sondern da ist eine Kraft, die für uns wirkt, die durch uns wirkt, die überall wirkt, immer und zu jeder Zeit und die so viel größer und intelligenter ist als unser kleines Möchtegern selbst. Und diese Kraft ist allmächtig. Das allmächtige Gute, die allmächtige Liebe, der allmächtige Frieden wirkt jetzt und hier. Das allmächtige Leben, das allen Raum füllt, das allmächtige Leben, das alles ins Leben ruft und am Leben erhält und vital und gesund erhält, das wirkt jetzt hier in dir, durch dich, in der Situation. Und es nimmt allen Raum ein. Und bringt alle deine Lebensumstände in Übereinstimmung mit der göttlichen Idee, der Idee des Guten für dich. Lass dich da einfach reinfallen in dieses allmächtige Gute. Vertraue dich ihm an. Öffne dich für das allmächtige Gute, die Eigenschaft, die du heute erfahren willst.
und öffne dich. Sag ja zu den Wundern, die Gott, das allmächtige Gute, heute für dich wirken möchte. Dankeschön. Ah, fühlt sich gut an, das allmächtige Gute, oder? Ja, und jetzt würde ich gerne den Raum öffnen für eure, wie auch immer, Fragen, Kommentare. Wie ist es euch ergangen mit der Übung? Und wie immer unendliche Geduld. Du hast dein Mikro aus. So, jetzt. Unendliche Geduld höre ich, liebe Cornelia. Ja. Ja. Also mir wurde gesagt, ich darf eine Einladung aussprechen. Ich habe die in den Chat geschrieben. Lass mal gucken, was hast du geschrieben? Es richtet sich an einige Brüder bzw. Schwestern. Okay. Ist, glaube ich, schon weg. Ah, schon danke. Weg. Dankeschön. Ist aber bestimmt nicht weg. Willst du sie nochmal laut sagen vor allem? Ja, ich kann das gerne machen. Ja. Es war ja so offensichtlich, dass ich das, warte, also es geht so. Alice, Kim, Sabine, Claudia, Daphne, Sonja, vielleicht könnt ihr eine Fahrgemeinschaft bilden und heute Abend zum Konzert von Edda vorbeikommen. Dann habe ich das jetzt nochmal gesagt. Okay, Katja, die kommt auch, aber die kommt schon früher. Dankeschön. Ja, ja. Aha. Scheinbar ist das eine gute Idee. Da will ich mich da nicht verschließen. Und was habt ihr noch für Erfahrungen gemacht mit der Es gab um 12 schon eine Frage von Pamela Hakipi. Ja. Es gibt erwachte Menschen, die trotzdem körperlich krank sind. Warum oder geht es um den geistigen Frieden? Ah, das ist eine sehr schöne Frage. Vielen Dank, liebe Pamela. Also mein persönliches Fazit ist, Erwachen hat auch, naja, wie soll ich sagen, erwacht ist nicht gleich erwacht und du kannst zu gewissen Dingen erwacht sein und zu anderen nicht. Also ich kenne viele Leute, die sind zu der Erkenntnis erwacht, dass es ihr kleines Ego nicht wirklich gibt, also dass es sie selber eigentlich gar nicht gibt. Das heißt aber nicht, dass sie auch dazu erwacht sind, zu dieser Erfahrung, dass das Gute die einzige Macht ist. Oder, ja, genau. Also eben die Frage ist, wie du Erwachen definierst. Ich persönlich glaube nicht, dass jemand, der wirklich voll erwacht ist, in dem Sinne, dass er realisiert hat, es gibt nur Gott und sonst nichts, noch krank sein kann. Aber es gibt viele Grade von Erwachen, auf denen du gewisse Dinge realisiert hast und andere eben noch nicht. Das wäre meine persönliche Erklärung dafür. Kann ich bestätigen. Ja, Baron Katie hat dazu mal was Schönes gesagt zum Thema Erwachen. Sie hat gesagt, na, wenn du einen Gedanken, also ihre Methode, The Work, kennt ihr vielleicht, die arbeitet ja auch mit der Umwandlung von Glaubenssätzen. Und sie dann davon spricht, immer wenn du so einen Gedanken wieder geheilt hast, dann bist du erwacht, was diesen Gedanken betrifft. Das finde ich schön. Ja, danke, noch jemand. Für mich gehört auch dazu, dass ich
akzeptiere, wenn in dem Herzenswissen schon, doch in dieser Fülle, dass das Gute heilt, sich doch noch wieder nicht so ganz ausbreitet. Da kommt schnell so, ich will das wieder machen. Nein, das ist eine Gnade Gottes, das wirken zu lassen, wie und was und wie sich das ausdrückt, auch immer, weil sonst setze ich mich unter Druck. Mhm. Ich lasse los, ich lasse mich einfach los. Ich tue die Schritte, die kommen, immer wieder in dem Bewusstsein, was heute auch wieder kam, das Wort, also dieser Liebe, diese Liebe, die ich da hineinfließen lassen. Hm. Ich wünsche, zulasse, ich trete zurück, ich möchte sonst nichts mehr. Was auch immer da sich dann noch zeigt, also das auch mit Güte und Liebe annehmen. So. Hm. Ja, danke. Warst du fertig? Ja, ist alles gut. Ja, danke noch für diesen wichtigen Hinweis, ne, auf dieses loslassen und es abgeben. Aber nicht, wie es das Ego versteht, im Sinne von, ja, okay, und wenn es mir dann schlecht geht, dann ist das wohl Gottes Wille. Dann habe ich wohl noch was zu lernen, sondern in diesem Vertrauen, ich kann wirklich alles übergeben, denn da ist nur Gutes. Das Gute wirkt für mich, die Liebe wirkt für mich und auch wenn es einen anderen Weg geht, als ich mir vielleicht vorgestellt habe, weiß ich trotzdem, die Liebe wirkt gerade und es passiert gerade was Gutes für mich. Dann kann ich mich entspannen und wirklich meinen Ego-Willen aufgeben. Brauche ich nicht mehr. Wozu brauche ich noch einen eigenen Willen, wenn die ganze Zeit, die ganze Schöpfung daran arbeitet, mir Gutes zu tun? Ich glaube, das Vertrauen da eine ganz, ganz eine ganz maßgebliche Rolle spielt. Also mir kam, als ich nachfragte, Geduld und Vertrauen. Ja, Geduld und Vertrauen. Ja. Also nicht zu glauben, jetzt mache ich das mit Kendra und morgen springe ich durch die Gegend, sondern es wird mir gezeigt werden zu dem Moment, wenn es dran ist. Ja. Dankeschön. Für mich ist schon die Heilung, das jetzt momentan so fest, ich erkenne, Ego, du bist nur ein Gedanke. Hm. So gleich wieder zurückgehen kann, als Licht mich zu erfahren. Hm. Das ist ein Wunder für mich. Ist ein Wunder für mich. Das ist schon, ja, Heilung. Da kann das andere fließen. Klingt gut, Elisabeth. Ja. Ja. Danke, Ken. Ich würde auch gern was teilen. Ja. Ich habe irgendwo im Kurs gelesen, wenn man den Geist heilt, dass der Körper dann tadellos funktionieren wird. Also, für das, was zu tun ist. Mhm. Und ich habe seit geraumer Zeit merkwürdige Probleme mit einem Bein und kann manchmal schlecht laufen. Und dann kam auch so Sorge, wenn ich noch älter werde, was da noch alles kommen wird vielleicht. Und dann ist mir das immer eingefallen. Also wenn ich meinen Geist heile, dann wird mein Körper tadellos funktionieren. Und dann habe ich gedacht, okay, ich arbeite weiter an der Heilung in meinem Geist und mache mit dem Körper alles so gut, wie ich es gerade mit dem komischen Bein machen kann. Mhm. Also ich habe die Aufmerksamkeit dann nicht so auf dieses nicht perfekt funktionierende Bein gelegt, sondern habe halt ein bisschen gehumpelt, oder mal den Arm genommen, um das Bein zu heben, damit ich aus dem Auto rauskomme.
Und ich habe dann irgendwann festgestellt, dass ich Treppen einfach wieder raufgehen konnte, ohne mich zu stützen. Aber also ich denke, das kann auch ganz, ganz langsam passieren. Und solange klemmt es eben noch ein bisschen. Aber es ist nicht weiter schlimm, weil das, wofür ich den Körper an dem Tag brauche, reicht. Mhm. Ja. Danke. Ja, das ist, wie du sagst, es kann langsam gehen und es kann schnell gehen und das sehen wir dann. Und das ist, ja, finde ich, ein sehr schönen Gedanken. Ich funktioniere, also alles, was ich tun soll, das kann ich auch tun. Und dieses eben den Fokus wegnehmen von dem Problem und darauf richten auf das Gute, das jetzt hier gerade wirkt, egal was mein Körper zu haben scheint. Und einfach dabei bleiben, das Gute wirkt jetzt und in welcher Form werde ich sehen. Aber ich kann wirklich sicher sein, dass das Gute wirkt. Und ich würde gerne, weil ich sehe, es ist schon 5:05, aber nochmal hören, war die Übung für euch hilfreich? Könnt ihr da was mitnehmen für euch im Alltag? Ich würde noch ganz, ganz kurz gerne erzählen. Ja, gerne. Bei mir war es mal wieder der Humor. Und es ging los bei Licht betrachtet und endete, meine Fehlschöpfung war total klar. Also diese Übung, Gold wert. Schön, das freut mich, danke. Kendra? Ja? Darf ich dich fragen, ja? wo an welchem Punkt in deinem Leben und wodurch bist du zu der Offenbarung gekommen? Zu welcher genau? Dann ist dir das so klar geworden, dass Heilung dir so gehört, das ist so ein Teil, das ist so ganz und gar, einfach, dass du in dir stark bist und ja, das als wann, wie, durch wen? Das ist immer noch ein Prozess, in dem ich mich befinde und in dem ich ganz viel mich da jeden Tag gedanklich mit beschäftige. Also ich investiere da viel Zeit, darüber nachzudenken, mir das immer wieder klar zu machen. Und immer wenn ich sehe, ich habe da wieder ein Problem wahrgenommen, zu merken, ich habe jetzt wieder an was anderes als an die Existenz des Guten geglaubt. Ja, und was war einfach der Anfang in deinem Leben? So, wenn das jetzt mal so wirklich ganz praktisch ins Menschliche reinnimmst, wann war das der Anfang? War das mit 7 Jahren? War das als Kind? War das als 20? Also es ist, ich sag mal, ich habe lange Zeit so in meiner, als junge Erwachsene, immer wenn ich so mich gefragt habe, was soll ich denn im Leben werden, ja, habe ich immer so Gedanken gehabt von, ich werde zaubern und irgendwie so Dinge wegzaubern und Krankheiten heilen und dachte immer, ich bin verrückt. Und in den letzten Jahren ist dann das Vertrauen gewachsen, dass es das gibt und dass das möglich ist. Und dann habe ich eben Leute getroffen, die das praktizieren und machen. Ja. Und mir hat eben sehr der Kontakt geholfen zu der christlichen Wissenschaft. Da bin ich in gutem Kontakt mit etlichen Leuten und die machen das ja, das ist für mich der Kurs in praktischer Anwendung. Und es kommt einfach immer mehr, diese Realisierung. Immer wenn ich was anderes als das Gute sehe, dann habe ich mich getäuscht. Und sobald ich wieder meinen Blick auf Gott, das Gute richte, dann geht's los, dann passieren Wunder. Wow, vielen Dank. Ja, gerne. Ja, die Liebe ist so stark. Kendra, du hast mir sehr viel Mut und vermutlich auch den anderen sehr viel Mut mit auf den Weg gegeben und Zuversicht. Ja, das freut mich, danke. Ja. Das ist schön. Ja, danke für deine Art zu sein, wie du bist. Kendra. Dankeschön. So interaktiv und ja. Ja, das merke ich immer wieder. Ich habe den Eindruck, die meiste Kraft entfaltet sich, wenn wir in dieser Interaktion sind.
da passiert so viel und ich liebe das. So schön mit euch. Wie ist denn unser Zeitplan? Ich wollte noch ein Musikstück spielen. Das wäre jetzt... Passt noch. Passt noch? Okay. Ja. Dann sage ich erstmal, ja, vielen Dank. Toll, dass ihr da wart. Und danke für, also diese Übung vorhin, die hat ja auch ihre ganze Kraft und Präsenz, nein, ihre ganze Kraft und Power entwickelt, weil ihr alle mit dabei wart. Und vielen Dank dafür. Und ja, wenn ich noch was für euch tun kann, schreibt mir gerne eine E-Mail oder geht auf meine Webseite und dann bis bald, bis zum nächsten Mal. Dankeschön. Danke, danke, Kendra. Danke, danke. Danke, Kendra.